einzige Frau, die sich den Namen ändern lässt. Ja, damit wir alle wundern, wer sie wohl ist. Ja, solange es nur eine Person macht, bringt das Ganze natürlich nur wenig. Oh, bin noch nicht vorbereitet. Ah. Das okay, macht nichts, kannst ja hinterherfahren. Ach, das wäre eine Manuellstrecke gewesen, sehe ich gerade. Na gut. Mann, out of the box 5 Leute, ich meine, okay. Ich heb hier ab, ganz groß Kino. Abheben? Ja, hab ich geschafft. Oh, nicht schlecht. Gott, das wäre. Und zwar noch vor der Kurve, aber egal. Das ist die letzte Runde. Toll, 5. Gang. Ich auch toll. Nö, ich kann mich nicht über die Fahrt beschweren, ich beschwere mich nur über den Gang. Oh, hier auch wieder abheben. Ja, genau da kann ich's verstehen. Aber wo du vorhin warst, das ist eine eher ungewöhnliche Stelle. Egal, hol dir den ersten Sieg ab. Ja, wenn ich jetzt noch weiß, welche Varianten der Abkürzung man hier fahren muss. Das hast du eben schon geschafft. Ja. Und ich hätte es sogar wirklich gewusst, ja. Nur irgendjemand, nennen wir ihn mal Tomate, hat das irgendwie jahrzehntelang nicht auf die Reihe bekommen, die richtigen Abkürzungen zu fahren. Mal Ton leise machen hier. Ich bin noch immer ziemlich laut. So, okay. Noch einer ist jetzt aber beigetreten. Lol. Ja, ein Name mit vielen Leerzeichen. Der Sieg gehört dir. Ah, siehst du, jetzt gibt's schon zwei, die Asuka sein könnten. Ich denke mal, das ist Kamerun und der Fremde. Ja, Kamerun war da ziemlich langsam, sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Runde. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass keiner der beiden es ist. Wir werden sehen. Guck mal, schau mal, wir haben so viele Mitarbeiter hier. Mitarbeiter? Ja, siehst du, das hätten wir auf den anderen Server nicht. Ja? Alter, ist einfach zu kurz. Die Zeit ist einfach zu kurz. Ach, so ist es. Ich wette, Skyfire wollte nicht unbedingt Pause machen. Ich habe auch, glaube ich, 1 Sekunde vor Dings erst geklickt.
Guck dir mal. Oh. Anbremsen auf diesen Huckel ist scheiße. Wer auch immer diesen Huckel da gemacht hat, hat es schon absichtlich gemacht. Ja. Aber komm, die Evil Front. Ja, guck, da ist ein Vorbild und Bam ist auch gleich heute. Scheiße. Gut, wurmt nicht wahrscheinlich. Du hast gewonnen! Knapp mit der Zeit. Ah, ich war auch zwischendurch feige. Na egal, dafür halt nicht gecrashed. Auch schon wieder. Oh, egal. Drei. Ja, ja, seine Server laufen dreimal. Dann lieber drei Runden. Mhm. Weniger Startrunden. Leerzeichen hat übrigens eine brauchbare Zeit gehabt. Das könnte eher super sein. Oh, was habe ich für Probleme jetzt mit dem Scheiß? Kuppel. Schon wieder, ich krieg Kurve heute nicht hin. Nicht so gut. Ich habe auch gar keine Bremse, Alter. Ja, warte mal. Ich habe nämlich was geändert. Also, aber ja, ich habe was geändert. Aber habe sie wieder zurückgeändert. Lass mal los, ist. Bremsen sind eigentlich überbewertet und. Ja, warte hier, es kann nicht wahr sein, los. Okay. Du bist Zweiter. Naja, hab ja nichts verloren. Hatte dann aber. Durch erfolgreiche Rennen. Ach, schade. Das gespeichert, aber dann wieder zurückgeändert, aber dann nicht gespeichert. Verstehst du, ne? Nein, verstehe ich nicht. Aber. Ja. Was haben wir jetzt hier? Ja, nationale fuck. Foreste. Gut. Ja, ach, nach dem Neuladen nicht so schnell wählen. Es fehlt wieder bestimmt ja irgendwer. Oh, alle geschafft. Nee, doch nicht. Spacefire fehlt. Fehlt. Warum auch immer. Der hat noch nicht fertig geladen, wahrscheinlich. So lange lädt keiner. Klar. 15 Sekunden plus? Ja, locker. Stell dir irgendeinen Rechner ohne SSD vor. Nein. Doch. Nein. Gibt's aber.
Ja, bei ihm fehlt noch die Konstanz. Ja, und bei mir auch. Und bei dir. Was schreibt der RCS? Ich hatte geschrieben, dass du deine Bremsknöpfe vermasselt hattest. Und das hat er offenbar nur halb gelesen gehabt, weil direkt danach kam der Streckenwechsel. Und fragt jetzt Soul Noticed What? Wahrscheinlich war er bis genau zu Soul Noticed gekommen. Und weiter ging es mit, dass deine Bremsknöpfe nicht gemappt waren. Er wundert sich, warum, wo bremst man denn? Naja, bei Alpine, ja egal, also hier geht's vielleicht ohne Bremse, aber Alpine musste bremsen. Was ist denn da so hinter mir? Kannst du mal ein bisschen Abstand lassen? Bam hat auch keine Bremsknöpfe. Jetzt die langgezogenen Kurven. Lenkrad gegen Styropor. Tja, Vorteil hat es irgendwie nicht gebracht. Knappe Sache das. Scheiße, Alter. Och nö, hat mehrmals gewechselt, ne? Bei mir nicht. Nein. Aber das ist beim Leck immer so eine Sache. Was aber auch nervig gewesen wäre, wenn er dich eine scheiß Sicht gehabt. Du so gesehen, dass du die scheiß Sicht gehabt. Was haben wir jetzt für Zeit? Ja, oh, wieder so scheiß Klappe, scheiße, ey. Aber stelle Runde. Ne? Guck mal. Oh Mann. Also ich glaube schon, dass Bam, wenn er durch den Wald fährt, schon diese unter 15, unter 16 fahren kann. Oh, Alter, die Zeit. Krise 2-1. Oh, Gott. Wie kannst du ihn dieses Jahr... Ich habe geschafft, die Farbe zu ändern. Hm? Nächstes Mal mal einen Vorschlag. Das ist also die Zeit. Wir müssen ja mal kurz sagen, wie es heißt. Irgendwas mit Timeout, irgendwas heißt das. Ah, das müsste doch bei Help oder so, Fragezeichen oder wie das Kommando hieß, stehen, wie der Kommando, wie der Befehl hieß. Scheiß Kurbel. Egal, passt. Siehste. Hier gibt aber auch nicht auf, was zu probieren. Nee, nee. Bist du hinter mir? Ja. Oh oh. Ja, ist ein relativ großer Abstand leider.
Jetzt wird er noch größer. Es liegt nur daran, weil ich es nie geschafft habe, die Farbe auszuwählen. Mit der richtigen Farbe. Verwirren kannst, ne? Musst du ja noch verwirren mit der Farbe. Ja. Naja, und schlechte Rundenzeit. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ja, wir haben leider nur so viele Spieler wie in Klasse 1. Das tut mir wirklich leid für die Random-Server. Also für die Klassen, also Auto-Server. Ja. So schaut's leider aus. So, jetzt gleich die richtige Farbe auswählen. Du, deine Farbe, mach doch einfach Scheiß drauf. Nein, dann kann man ja nicht sehen, wer ist. Das ist scheiße. Ja, okay. Aber man kann es vielleicht erahnen. Ja, kann man. Muss man immer Tab drücken. Ja, du musstest mich vorhin auch fragen, ob ich hinter dir wäre. Hättest du auch selber Tab drücken können zum Nachgucken. Hast du geantwortet, wo ist das Problem? Ja, ich hätte es auch geheim halten können. Hätte sagen können, drück doch Tab. Find selber raus. Das ist eine Dienstleistung, dass ich hier die Farbe wähle. Durch den Wald gekommen. Und er hat mehr Schwung als du. So, Leerzeichen geht, Ember Sky joint. Hab leider in der Wand berührt. Und zu spät eingelenkt. Ja, ich auch, musste vom Gas. Dann müssen wir mal Glück wünschen. Tut mir leid. Ich habe wieder Salzstand. Bin wieder abgelenkt. Jetzt schon abgelenkt. Ja. Boah, hab ich total scheiß Topspeed. Ich hab sogar die schlechteste Topspeed von allen gehabt. Was war denn da? Was? Ich hatte die schlechteste Topspeed von allen. Der Sprung war einfach scheiße, aber gut ist. Allein da hast du dann Probleme.
Haha. Oh. Ich habe überhaupt nicht auf die Strecke geguckt. Was hast du? Ein LM. Na, keine Entschuldigung. Ich kam nicht von der Wand wieder weg, Mensch. Das ist eine letzte Runde. Ja, der LM war doch deine Wahl, also die richtige Wahl. Ich habe ja auch gerade überlegt, vielleicht sollte ich einfach den LM weiterhin nehmen. Ich weiß nicht. Oh, jetzt klappt die Scheiße, Alter. Ja, was mach ich denn? Oh Mann, nein. Ich schaff's denn hier im vierten raus, macht gar keinen Sinn. Egal. Gewonnen! Wir fahren wieder vorwärts, okay? Was war's denn? Ach mein Gott. Mann. Na, gucken wir mal. So, CLK. Aber diesmal Automatik lassen. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt. So. Muss richtig nachdenken beim Auto auswählen. Ja, ne? Fliegen ist schön. Ja, irgendwie total schräg abgesprungen.
unsicher bei jeder Kurve, wa? Hm? Aha. Ah, was? Da geht's doch rein! Alter Schwede, ey. Bist du jetzt außen lang gefahren, oder was? Ey, was ist hier los? Amber Sky ist kurz vorne, biegt dann komplett ab. Wo ist sie denn jetzt geblieben? Danach kommt Sky vorbeigeflogen. Dann auch voll in die Tische gefahren. Also richtig schön zentral, aber wenigstens nicht gedreht. Und eine scheiß Linie für die Kurve. Obwohl die Kurve so geil ist, wenn man die Vollspeed nehmen kann. Heute aber. Ja, random. Ne? Ich und meine Wünsche, ey. Normalerweise kein Problem. Ich glaube, wir haben zu lange keine Random mehr gefahren. Du meinst die Richtung, hm? Ja, vielleicht auch noch. Die Autos sind zu schnell. Irgendwo gegengefahren? Jemand hinterher gefahren, der irgendwie also gegengefahren ist, ne? Ja, man darf mal scheitern dürfen, ne? Auf jeden Fall. Sky ist direkt hinter mir. Krasse Sache. Hab nicht gewusst, also dass ich so eine Probleme gerade habe, ey, mit der Richtung, ey, Wahnsinn. Der Sieg Das sind meistens die gespiegelten Dinger. Solange nicht oben unten vertauscht ist, alles in Ordnung. Ja, ein großes Problem immer. Was, wenn oben unten vertauscht ist? Nee, wenn gespiegelt ist. Weil die hast du normalerweise nicht die Richtung. Weißt du, bei Punkt und Komma. Bei Punkt und Komma? Ja, bei Punkte-Punkt-Strecken. Ne? Die gibt's da nicht. Ach so, ja. Das, ja. Auto auswählen. Alter, es ist. Oh, Stress! Nein, wieso machst du denn auch vorher keinen? Du kannst ein Auto auswählen und dann schreiben. Ich hab nichts geschrieben. Naja, dann verstehst du dich nicht. Nein, versteh ich nicht. Muss er nicht die ganze Zeit super konzentriert sitzen, wann wählt irgendwer das Auto aus und dann habe ich nur ganz wenig Sekunden, um zu reagieren. Dann sei doch der Erste, der Auto auswählt. Ui, weiter Flug. Immerhin hat ja auch jeder andere mal eine Chance zu gewinnen. Außer ich. Die ersten Kurven bin ich immer super. Aber dann wird's irgendwie scheiße. Ja, dann mach doch einfach so weiter. Ich sehe jetzt, dass ich die Strecke kennenlerne. Gut, der letzte Stuhl ist weg. Hoffentlich saß da keiner. Ach, ich höre den Motorsound, schlimm. Wieso? Ist der gleiche Motor wie deiner? Anders. Ein ja, zweiter. Schneller.
Geronimo. Mann. Unfair, du bist hinter mir. Ja, es wäre du viel brauchst, fairer, wenn ich vor dir wäre. Ja, du brauchst extra Gewichte, oder? Du brauchst mal mehr Windschatten. Ah! Ich würde gerne hypnotisieren, wenn ich dürfte. Ah, ich bin auch in der Sekunde vom Gas gegangen, wo du geschrien hast. Ich dachte, Heinz, hab doch überleben, überleben, überleben. Ah. Aber ich bin auch irgendwie ziemlich scheiße reingefahren. Ah, nee, 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 nee. Komm ich heute mal mit mehreren Siegen nach Hause? Glückwunsch, du hast. Wie wolltest du noch einen an? Zwei, also doppelte wie jetzt, wenn ich übel. Ja, muss denn das sein? I'm feeling fast today, hört sich gut an. Ist sie mal gut aufgelegt. Okay, was ist das? Oh, aber trotzdem nur der vorletzte. Aber ja, ist gute Zeit zumindest. Ja, wenn man das jetzt mal nachgucken könnte. Ist rückwärts, 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 rückwärts. Ja, weiß ich nicht. Müsste man irgendwie nachgucken können, ne? Warte. Ah, du musst ja ein Auto auswählen. Hast ja keine Zeit zum Gucken. Vorwärts gespiegelt. Ja, leider vorwärts. Ja, rückwärts. Apropos, was ist jetzt der Scheiß? Ich war selbst der Erste. Hat aber lange gedauert. 3 nur. Ja, die laden wahrscheinlich noch. Nein. Alter, wieso nicht? Die waren alle da? Was heißt, wie willst du das wissen, dass die alle da waren? Skyfire schreiben. Naja, gut, okay. Ja, okay, da ist er recht. Sag ich auch jetzt mal. Welche Runde? Welche das ist Richtung? Die erste Runde. Tja, wenn man das jetzt so genau wüsste, ne? Irgendwo wird's wohl lang gehen. Ah, gute Wahl. Bist du sicher? Hast du mal die andere probiert? Ja. Ist aber schon länger her. Dies ist die letzte Runde. Sicherheitsbremsen. Ah, ausgebrochen. Sehr. Nein, nein, ich verliere schon wieder ein Rennen gegen dich, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Welche Richtung? Mach ja auch. Mach keinen Spaß mehr mit dir. Wieso? Ich scheine einen guten Lauf zu haben. Ja und? War doch unfair gerade von dir. Einfach besser, um die Kurve zu kommen, wie ich. Also, ja, hey, das habe ich mir so überlegt. Das war meine Idee. Da habe ich mir geplant. Die Kurve da, ne? Da fährst du jetzt aber besser als heu rum. Habe ich von langer Hand geplant. Mann.
Du hast das Rennen gewonnen. Fast schon eine Automatik. War ein schneller Ei. Brumm. Hast du gerade Brumm gesagt? Ja. Ernsthaft, das war gut. Du warst gut getimed mit deinem... Nein, das war wie... Ja, was ist das so gut? Das Auto macht doch auch Brumm. Also beim... Ja, ein Porsche ist ausgeprägt. Im Ladebildschirm hast du halt so einen Motorbrumm. Ich fand es sehr realistisch. Naja, also... Ach Mann, ey. Heute bin ich mal schlecht. Alter, dieses Schild hat mir fast das Leben gekostet. Aber das ist gut für die Moral, dass auch mal die guten Fahrer schlecht sind. Was für mich scheiße ist. Bin doch gar nicht schlecht. Nein, dich meine ich auch nicht. Also. Jetzt komme ich mal gut rum. Oh, Sky, musst du tanken. Tanken muss man eigentlich gar nicht in dem Spiel. Aber mein Gott, kann nicht schaden, da mal anzuhalten. Du bist nur Zweiter? Oh Gott. Nö. Hä? Laut meiner Anzeige ist niemand vor mir. Interessant. Bei mir warst du Zweiter. Ja, das kann mal hüpfen. Hä, wie könntest du das überhaupt sehen? Außer wenn... Naja, ich war Dritter. Und deswegen dachte ich... Ach so, du hast gesehen, dass ich vor dir war. Okay, okay. Doch, du bist Zweiter. Bei mir war echt bei dir schon Zweiter. Ohne Witz. Bei mir stand ich wäre der Dritte gewesen. War, ja, bist du ja auch. Nee, hä? Du bist Zweiter? Okay, da muss Bam ganz üblen Leck gehabt haben. Ich weiß nicht wo, aber ja. Ja, mir war Bam auch ein Zweiter angezeigt am Ende nach Zieldurchfahrt. Mhm. Der muss üblen Leck gehabt haben. Warte mal, was ist das jetzt? Tja, rückwärts, wenn man das rückwärts, jetzt rückwärts. Noch nachgucken könnte. Rückwärts, okay. Rückwärts. Ah, rückwärts ist gut. Dann guck, ob ich es hinbekomme. Aber Automatik, oder? Mhm, ja. Ja, meist rutscht man trotzdem weg. CLK gegen Rest der Welt. Na gut. Dann gucke ich mir die Sache mal von hinten an.
Oh. Also Skyfire und Bam haben die Abkürzung nicht überlebt. Wer ist zweiter? Sky. Ember Sky, also Azuka. Das ist die letzte Runde. Tja, wenn das nur mit der Farbe sehen könnte, ne? Ja, Ember hat halt keine. Ich glaube, ich poste nochmal einen Link zu den Skins. Das macht schon echt Sinn, weil wir ja den Klasse 1 Server nehmen. Wir haben leider nur 15 Sekunden Zeit für alles. Nein, nicht jetzt, nach dem Renntag. Uiuiui, Abkürzung war jetzt wirklich Hanna, also sogar mit einer Berührung an der Wand. Na, Berührung hatte ich auch. Aber Vollgas, tapfer drauf geblieben. Trotz Berührung. Wahrscheinlich wäre ohne Berührung besser gewesen, aber weißt du ja nicht vorher. Tja. Super, krieg ich nicht mehr, wenn die jetzt keinen Fehler baut. Nicht schlecht. Nur eine 15, schade. Knapp unter einer 17, schade. Du bist Dritter. Ja, der Abkürzung war kacke diesmal. Keiner einen Drehzahlbegrenzer geschafft. Huch, legt ja ziemlich Huch. Viel jetzt. Huch, hat da jemand was verändert? Ja. hat er, garantiere ich dir. Ja, das war jetzt nur einmal, aber davor war... Ne, davor war auch nur ein. Ne, davor war zweimal. Coastal Vorwärts war zweimal. Mach eigentlich, aber das ist jetzt nur... Ah, was ist das für eine Strecke? Mach, Mercedes. Farbe. Ach, scheiße. Farbe. CLK. Oh, verdammte Axt, ich wollte die Farbe. Jetzt bin ich Silber. Da sieht man... Fall Wines, oh Gott, nee. Sah so nach Alpine Trail aus. Was? Ja, deine Skins, ne? Also, was? Nein, also vom. Ich hab's einfach verguckt. Jetzt wird man halt irgendwie mit manuell durchfahren. Das wird schon gehen. Was warum? Kann schon schief gehen? Ja, weil ich jetzt manuell genommen habe. Oh, da kommen die Serpentinen, ne? Da muss man runterbremsen. Raufbremsen. Welchen Gang nimmt man da wohl? Ersten oder zweiten? Oh Mann! Gippe? Wirklich keine gute Strecke für manuell. Einfach zu viel Geschalte, wo du jedes Mal Zeit verlierst. Ja, ich höre nur noch Ameisen, ey. Hängst du mitten im Getümmel, ja? Kann nicht sein, dass hier jemand fährt, der manuell fährt, aber gewinnt. Man muss
muss einfach nur weniger Fehler machen als die anderen. Konfuzius, 238 nach Christus. Oder wann auch immer der gelebt hat. Aber dafür kann ich jetzt hier erzwingen, im vierten zu bleiben. Ja, ja, das ist leider sehr gut. Weil da bin ich mich vorhin manuell in fünften, was eine richtige Scheißidee war, weil da musstest du wieder in vierten zurück und dann. Das kostet einfach so viel Zeit. Oh, das war dumm. Boah, bist du rangekommen. Oder wie auch immer hinter mir ist. Ja, ja, stimmt schon. Aber ist ja zum Glück nur eine Runde. Alles gut, alles gut. Fuck, ey, die Abkürzung wieder. Scheiße, ey. Wer soll dich heute noch aufhalten? Manuell gar nicht so schlimm die Zeit. Ja, sie hilft an zwei, drei Stellen schon. Aber dann halt. Nee, an einer Stelle. Schlecht. Und die eine Stelle, da kannst du auch durch eine Linienwahl den vierten Gang erzwingen. Ja, hast recht, ja. So, die jetzt Farbe, Abkürzung. Das Wichtigste zuerst. Ach, guck mal, ich starte mal weit vorne. Ja, wo du startest, kannst du selber beeinflussen. Mann. Ja, hat man echt gesehen. Also nicht die Berührung, aber wie du auf einmal nach links gelenkt hast, das schaffst du, glaube ich, gar nicht ohne Wandberührung, da so abzubiegen. Ja gut, hier ist ja auch blöd, dass er kurz in den fünften geht. Na gut, hier resette ich, ne? Hat die diesmal nicht wirklich was gebracht. Aber einfacher. Ja, ja. Das mag sein. Reproduzierbar, sagen wir es immer so. Du bist so in die Wand gescheuert. Nee, hatte viel, viel Glück. War nur so aus. Ich dachte, ich würde da jetzt locker vorbeifahren. Okay, achso, du hast da gar nicht berührt. Nee. Na gut, dann erklärst du es. Mann, ey.
Boah, Mann, ey. Wieso bist du denn hier so rangekommen? Das interessiert mich doch nicht, solange ich nicht Erster werde. Ja, du solltest nicht da rankommen. Scheiße, die Abkürzung wieder. Fucking. Der Sieg gehört kein dir. Kein Gratulation. Eieieiei. Ich sag's trotzdem, eine bessere Runde wegen der scheiß Abkürzung. Gepriesen sei die Abkürzung. Weiß nicht, welche du meinst, aber sie war bestimmt super. Auch schon wieder? Ja, jetzt wieder das dritte Mal. Oder ist die Richtung anders? Nee, ist dasselbe. Wahrscheinlich muss er nachholen, weil er eben Dings nur einmal gefahren hat. Coastal Parklands oder ja, so, keine Ahnung. Und davor auch Coastal Forwards war nur zweimal. Forwards und also kurz jetzt das. Und da. Dieser Stein da, ne? Der ist ganz schön groß. Gott, hier hat einen Juckreiz. Heute aber scheiße. Heute ist scheiße. Wieso nicht Wallride an der scheiß 90 Grad Kurve? Welche? Die mit dem Zelt? Drehen. Nach dem Tunnel. Nach dem Tunnel? Also es gibt eine, wo ich Wallride, aber ich weiß nicht, ob die kommt die nach dem Tunnel? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Alter, hier habe ich jetzt. Alter! Train out. Du meinst nicht den Stadtzieltunnel, oder? Nein, der andere. Komm, ey, mein. Oh, sehr gut. Bam ist nicht durch die Abkürzung gekommen, die wo ich wohl weide. Oder nicht so gut zumindest. Nö, nee, sehr schlecht sogar. Ach so, der Alpine Trail Tunnel, den meinst du? Hä? Da wallridet man? Wo? Keine Ahnung. Ach so, das kurze Andutzen an der Wand. Ja, ist ja kein Wallride. Nein, da wallridet man nicht. Man dutzt kurz die Wand an. Also ich meine, das kann man machen. Ich mach das nicht. Das habe ich auch gerade erst geschrieben in YouTube bei Bams Video. Das haben früher halt ein paar Leute gemacht, quasi vor der Linkskurve kurz absichtlich rechts in die Wand, damit er dich dann wieder nach links wirft. Also der Abpraller von der Wand nach links wirft. Stimmt. Dieser Camarello oder wer auch immer am Anfang noch dabei war, kurz, der ist nie wieder aufgetaucht. Das war also definitiv nicht Asuka.
Draußen ist es kalt, aber irgendwie kommt die kalte Luft nicht rein. Obwohl, also ich meine, sie kommt schon rein, aber es wird nicht kälter drin. Du hast gewonnen! Das vorwärts oder rückwärts? Vorwärts, der Klassiker. Ja, da muss ich. Nicht vorwärts Kopf über oder sowas? Nee. Hallo? Du fährst alleine. Oder wir fahren zu dritt. So, wenn man geht. Versuchen wir es. Ah, okay. Scheint, es würde da sogar aufhören. Uff. Ich auch. Alter, ich heb fast. Das war die Kiste wollte mit 244 abheben. Tja. Das war schlecht. Das ist deine letzte Runde. Bisschen niedrig für die Startgeschwindigkeit von dem Flugzeug, aber für den CFH reicht's. Nee, aber es war so. Naja. Thank you.
Feststellbremse, Feststellknopf. Ja, du solltest immer mit angezogener Handbremse fahren. Ah. Wikinulo. Oh, das ist bestimmt Strange. Was für ein Ding? Weiß ich nicht. Strano könnte Strange heißen. Keine Ahnung, ich kann kein Russisch. Bam wollte, glaube ich, noch was schreiben. Oder er hat den schlechtesten Start seines Lebens gehabt. Kann er nicht, vor mir. Hm? Du, ich fahr mal, ich beschalte mal. Oh, stimmt. Hä? Sky. Dann war das Sky. Ja, dann war die Anzeige wieder komisch oder ich habe falsch geguckt. Mann. Oh, komm! Oh, leider war der Bergaufstieg abgehoben. Schade, schade.
Ja, das mag sein. Aber die zweite Runde zählt. Der Sieger! Oh, Sky getimeoutet. Ah, meine erste Runde war besser. Ich glaube, ich war auch. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich gestartet bin. Keine Ahnung. Farbe, Farbe, Farbe. Oh nee. Das ist die Kiste mit manuell blöd fährt teilweise. Ah. Du fährst die manuell? Ja, die Strecke manuell. Wirklich? Ja. Meine bevorzugte Variante auf dieser Strecke wäre ja, sie gar nicht zu fahren, also den CLK. Aber dann auch noch manuell? Ist das eine manuelle Strecke? Ja. Na gut, ich hab's nicht probiert, so gesehen, kein Schimmer. Wenn das mal klappen würde, ey. Schade. Ja, bei mir auch leider schade. Mann, ey. Ach Gott, diese Strecke, die du kommst. Ernsthaft. Ja, mit dem CLK ist es, glaube ich, noch schlimmer. Wirklich, in jeder Hinsicht.
Glückwunsch, du bist Zweiter. Boah, deine Topspeed. Na gut, ja, das ist der Vorteil vom CLK wahrscheinlich. Ja, wie lange hängst du denn im Grenzen am Ende der Geraden? Nicht lange. Also mit der Version vielleicht eine Sekunde. Ja, das ist, oder vielleicht ja. Zwei, aber mit der Need for Speed Version wesentlich länger. Entsprechend länger. Wine Country rückwärts. Ja. Oh, Mauer. Ja. Fuck, Alter, hier. Mauer? Wie weit ist die Mauer? Diese Scheißsprünge. Keine Chance. Ich weiß nicht, ich seit geraumer Zeit nicht machbar. Selbst mit Gas weg oder sonst was. Oh, was mache ich denn? Wo bin ich denn da hingefahren? Hä? Naja. Na, kenne ich ja. Ich hab gebremst. Ja, ich war schon langsam genug. Ja. Allerdings nicht für die hier, so wie es aussieht. Ja. Ja, hast morgen noch gewittert, ne? Hm? Hast morgen noch gewittert? Ja. Hatte ich. Aber ich hab's vorhin geschafft, oder also gestern, beim dritten Sprung abzuheben. Beim dritten? Beim zweiten kenne ich, aber beim dritten ist ja eher ungewöhnlich. Mhm. Ich hab schon gedacht, die Decke vom Tunnel hat keine Collier-Frage. Und hatte sie doch nicht? Weiß ich nicht, so weit bin ich da doch nicht geflogen.
würde dir mal vorschlagen, dass wir noch zweimal wiederholen sollen, aber da dafür drei Runden hat. Du bist Zweiter. Naja, gucken wir mal. Wobei mich das zwei Runden jetzt gar nicht so gestört hatte eigentlich. Ich mag drei Runden. Immer drei Runden, ja? Ja, es zieht sich halt dann immer auseinander. Oh, entschuldige bitte. Ne, ist ja nicht schuldig, sondern es ist halt einfach so, dass halt selten bis nie spannende Finishes. Sag quasi, nach Runde 2 ist es entschieden, dann musst du halt die Runde 3 noch zu Ende fahren, kannst auf Bestzeit versuchen, aber am Ergebnis ändert sich nichts, es sei denn, du crasht halt, ja, dann, klar. Man will im Start stehen bleiben. Oder mal mit Gang 1 versuchen. Hä? Wo muss sonst, wenn ich mit Gang 1? Nein, mit Eingang gut fahren, also dann bleiben. Ach so, nein. Also ich fahre zwischendurch Gang 1 vom Start zum Beispiel, aber... Schon wieder? Wer ist denn da? Ja, erst ich, jetzt er. Nein, ich meine, ich bin schon wieder... Wie... Egal. Dann freue ich mich, hier ein paar Kurven Vollgas zu fahren. Musst du ja nicht Vollgas fahren. Naja, aber ja, muss ich, aber ich traue mich. Ja, aber musst du ja nicht. War nicht gut für den Motor. Oh. Virtueller Motor. Ja, aber der wird dann warm und sowas. Der geht nicht aus. Ne, aus geht er nicht, aber er nutzt sich ab. Und dann hat er weniger Leistung. Dann wär's, ja. Falsche Strecke. Komisch. Links stand ein Auto, aber rechts war eine riesige sollte weniger leer sein. Ja, das ist wegen dem hier rückwärts. Wir fahren das so selten. Nein, rückwärts gut. Also die Strecke hier zumindest. Die ist geil rückwärts. Also abgesehen von diesen Sprüngen natürlich. Aber halt ein paar andere geile Kurven. Ja. Wie du so schön sagst, leicht zu erlernen, schwer zu meistern, ne? Okay, ja, genau. Ja, das dürfen wir nicht hören. Nicht in unserer Sprache. Jetzt kommt meine Stunde, jetzt gewinne nur noch ich. Was? Ja, warum ja. Das denn? Jetzt bin ich wach. Ja, wirkt beinahe so. Hoffen wir mal, wer weiß, was gleich kommt. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir aufhören, bevor du zu viele Punkte hast. Von außen? Nein, noch nicht von außen. Gleich von außen. Du kannst jede Kurve von innen anfahren und vom Gas gehen und bist immer noch vorne.
Glückwunsch, du bist Zweiter. Schon wieder. Ja, vielleicht kann man ja mal eine Runde irgendwie hinkriegen. Je häufiger man es fährt, desto höher wird die Chance. Wo fahr ich lang? Wo fahr ich lang? Immer mir nach. Ja, wieder so eine ganz neue Strecke. Ich weiß auch nicht warum. Echt, wie kann man in 2 Sekunden das Rennen wegschmeißen, weißt du? Och, naja, also, so weit wie du weg bist, würde ich es nicht wegschmeißen dann, ne? Ich meine, ich nehme an, das bist du, leider kann man es in der Farbe ja nicht erkennen und, aber hast du gebremst? Nein, vom Gas gegangen. Ich kann. Zum ersten Mal an der Stelle schnell angekommen. Tja. Warte mal, wolltest du dich das Rennen angeblich weggeworfen haben? Ich halte das im Hinterkopf. Ich habe nur eine Angststelle. Ja, hab mal mehrere Angststellen. Wirf einfach mal so zwischendurch spontan das Rennen nochmal weg. So richtig weg. Ja, hier zum Beispiel. Gut. Das ist ein bisschen spät, aber besser als nix. Mann, ey. Lass mir noch mal einen Sieg. Was denn? Hast du nicht gerade gewonnen? Ja, du hast das Rennen davor gewonnen. Und dieses kannst du immer noch gewinnen, weil ich gerade fett abgeflogen bin. Ach nee, ja. Noch hinter mir. Nee. Hab ich nicht gesagt, ich habe Probleme mit dem Schlafstinker, egal ob ich loslasse oder nicht. Ja. Hat aber jeder. So ein bisschen sehr klein der Punkt, den man irgendwie treffen muss, und ich weiß nicht mal, was man trifft. Irgendwas bei ein Ausritt auch so. Und oh, wieso bin ich eigentlich? Okay, dann nimm dir den blöden. Also, das denn, also das gefällt mir jetzt irgendwie. Keine Ahnung, das war ein Gedanken irgendwo. Aber nicht bei dem noch laufenden Rennen. Im Gespräch verwickelt, okay. Na, das sicherlich auch, ja.
Du bist Zweiter. Alter. Neuer Rekord, 204. Noch nicht eine Runde hingekriegt. Und wir nennen es halt nur uns Experten, ey. Oh, das ist jetzt LM. Oder F50, such's dir aus. Auch, ja. Für die Guten unter uns waren F50. Die von damals. Gut. Mehr brauchen die nicht. Ah, weil keine komische Richtung. Versuchst du aber auch immer, ne? Bitte? Ja, versuchst du aber auch immer. Achso, die Dings, ja. Zwischen den Bäumen durch. Naja, wenn man es immer wieder versucht, irgendwann klappt es halt mal reproduzierbar. Da habe ich Angst, ja. Weißt du, was ich toll finde? Dass wir ungefähr in dem Alter sind, wie Runner damals war. Und wir es besser können. Als Runner, ja. Gut, aber andererseits hätten wir jetzt ein Mini-Wheel, wären wir wahrscheinlich höchstens genauso gut wie er. Ja, und immerhin haben wir keine Probleme mit dem Sehen. Mal drehen können, mir zuliebe. Ja, der macht das gerne mal. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ach, dann gerade 11 immerhin. Näher mich dir an, ne? Echt? Das, da müssen wir bald. Wie viel hast du denn? Müssen wir bald aufhören. Oder muss ich jetzt wieder mit offenen Augen fahren? Ich bin jetzt mit einer Gehirn auf dem Meer. Ich bin aber wirklich langsam müde, ey. Ich hab schon trockene Augen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man zu den Augen fährt. Da trocknet nichts aus. Guck, der schafft doch mal. Ja, aber ist er jetzt schneller gewesen? Nee. Würde ich auch sagen. Sollen wir mal nach Topspeed gucken, ob man da irgendwas sehen kann vielleicht? Nicht optimal und ich gehe nicht vom Gas.
Ja, wird eine gute Runde, gute Runde. Aber wenn ich das sehe, hätte ich knapp gewinnen können. So wie der da. Ah, fuck. Ja, oder ich? Nein, nicht noch einen Sieg drauf. Ja, zwei geht nicht in einem Rennen. Scheiße, hast du wieder gewonnen, ey. Der Sieger. Irgendwann ist dann mal gut. So, und Topspeed, ja, war seine am höchsten. Aber hatte ich aber, glaube ich, in der Runde davor war ich ein Ticken schneller bei der Topspeed. Also mit ich, ohne... mit ohne. Ich schaff's da nie, egal, ob ich jetzt auf dem vierten Gang da fahre oder... oder dritten Gang. Ja, aber das sieht jetzt schwer nach dritten bei dir aus. 316 sharp. Ja, aber ich schaff es nicht, wenn ich auf vierten Gang mache. Da bin ich genauso schnell. Ja, du darfst halt nicht mehr lenken danach. Ja, das ist mein Problem irgendwie. Keine Ahnung. Oh, was war das denn? Kirschetag, hast du gehört? Ja, ja, nein, ich sehe das Auto in einfach gedacht, ja, das reicht mit dem Lenken, aber hat's halt nicht. Und ich hebe das ab. War aber ein Scheißsprung. Ach, leider ab. Hat Bam überlebt, obwohl leck. Mal sehen. Ui, da hätte man sterben können. Na kurz. Bin ich jetzt sicher Erster oder taucht der wieder auf irgendwann? Ne, der ist weg, ne? Bam ist weg. Weil der war nach den Bäumen kurz vor mir. Ich könnte dir was vorlesen. Wer ist mit dem... Die Installationsanleitung von HP2? Nee, Arbeitsgesetze. Komm, welchen Paragraph willst du haben? Arbeitsgesetze? Paragraph 0 würde mich mal interessieren. 0 ist, gibt's halt nichts. Der ist doch super. Also kann man alles machen, ja. Wie man will. Ich bitte mal einfach mal blind durch. Was haben wir hier? Spalte... Wer ist mit Paragraph 42? Warte mal. Guck mal, das zurücklegen mit dem Versicherten. Warte mal, Paragraph 42. Ja, es hilft. Moment, Innenverzeichnis, nicht so einfach. Jetzt habe ich hier hinten leere Seiten. Du hast gewonnen! Nachher, okay. Wenn wir halt... Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht... Guck mal, 40 km/h, ist das super. What? 40? Achso, ja, Average. 42 hast du da bei einer Anzeige. Ja, wer hilft da? Das hilft aber nicht. Na, no, 42 km/h Average-Spiel ist ein Bonussieg. Ist ja auch Punkt zu Punkt. Das ist aber Zählkarre-Land, oder? Ja, ja, ja.
Wann fährst du da das Ding denn mal Gottes Willen war das knapp. Alter, war das knapp. Ja, das ist die erste Challenge. Eine Challenge für Dove. Ich gucke halt mal kurz nach oben auf die Zeit zum ersten Mal und dann steht eine 1 da. Wo hast du denn die letzten 15 Sekunden hingeguckt? Das ist eine berechtigte Frage. Da müsste ich jetzt so ein Eye-Tracking-Gerät haben. Oh, das ist zwar ein netter Sprung. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, ich finde es nett, dass immer alle aufeinander warten. Ich habe stur Gas gedrückt, weißt du? Na gut, das ist so wie wenn Bam stur durch den Wald fährt. Kann halt klappen. Komischer Hüpfer. Ach, ich war doch schon vorne. Oh, was war das jetzt? Was, dass du drin bist? Ja, nee, nochmal so unnütz die Wandbrüder. Wahrscheinlich einfach, weil ich wegen dem vorherigen Fehler langsamer war als gedacht und bla bla, sowas halt eben. Also gut, ich sag mal, jeder hätte es gewinnen können, wenn er ab dem Moment, wo er vorne war, einfach nur ganz normal weitergefahren wäre. Hallo Bam. Just saying. Ja. So, jetzt bist du wieder dran. Mach mal hin, so langsam wird's Zeit, da kommt nicht mehr viel. Wohin? Wieso? Ja, du musst den Fehler machen zum Question, damit wir wieder tauschen. Und, oh, wollte ich mal. Zu spät, du hast es verpasst. Ich tut mir leid, ich hab's gerade nicht gerafft. Warte, Ja. Dann halt im nächsten Rennen. Kann man ja alles wieder ausgleichen. Boah, schon halb. Ah. Last one? Oder? Noch mehr? Wie viele Rennen haben wir denn jetzt schon gemacht? Paar 20. Mein bestes war 27. Mit ihm! Ja, sag das auch mal. Haben wir ein bisschen was. Wie meinst du? Muss ich noch, ja, so oft, so viel muss ich erster werden. Nein. Die Kurve, Alter. Ich verstehe es nicht. Och, diese Du hast offenbar auch deine Probleme. Nee. Das war's. Sorry. Ich sag jetzt sorry, Baby. Scheißegal. Mach's. Ach, nee, hier war.
gewinn doch heute, du Honk. Oh, oh yeah. Mach schon falsch. Du hast das Rennen gewonnen.